Hallo Superfreunde, Wolf hier von Inside PlayStation und wir haben mal wieder was ganz Spezielles für euch, nämlich ein Unboxing. Das letzte ist ja ein bisschen her, kam aber gut bei euch an und wir dachten uns, zur Feier des Tages, des Releases des Farpoint Ziel Controllers, den wir gleich nochmal jungfräulich aus der Packung reißen und den ich euch im Detail vorstellen werde, gibt es halt mal wieder ein schönes Unboxing-Video von uns. Das Ding erscheint am 17. Mai in Kombination mit Farpoint für die PlayStation VR. Ihr könnt Farpoint auch alleine kaufen. Wir aber haben uns jetzt schon das Bundle gesichert. Da ist das Spiel drin und eben der Zielcontroller, den ich euch gleich in Gänze präsentieren werde. Und damit ihr auch seht, dass wir hier euch nichts vorgaukeln, wir können es im Detail zeigen. Das ist wirklich brandneu und ganz frisch, das Ding. Man sieht es, ich hoffe, man kann es erkennen. Es ist hier noch original zugeschweißt. Da war noch keiner dran, noch keiner drin. Das heißt, wir werden jetzt alle gemeinsam das erstmal erleben, wie ich das Ding hier raushole. Ich muss jetzt ein bisschen brutal sein, schneide die ganze Geschichte jetzt auch einfach mal auf. Da kenne ich nichts. Damit wir auch gleich mal hier an die guten Sachen kommen. Das lege ich etwas unsanft beiseite und dann gucken wir mal, wie das hier aufgeht. So. Drin ist, das kann ich schon mal sagen, natürlich der eigentliche Zielcontroller. Das ist, glaube ich, so das größte Hinguckerli. Außerdem ist eben noch Farpoint mit dabei, das Spiel für die PS4. So sieht das aus. Dieser Anblick bietet sich euch, wenn ihr das Ding zu Hause habt und aufreißt. Eigentlich keine großen Überraschungen, die einen da erwarten, denn ich habe ja gerade gesagt, was drin ist, das können wir auch nochmal im Detail zeigen. So, hier und hier einmal ganz klar natürlich die Gebrauchsanweisung. Und eben, ich habe es auf den Kopf gehalten, ist aber nicht weiter schlimm, Farpoint. Auch damit werden wir uns nochmal im Detail beschäftigen. Aber jetzt soll es eben um den eigentlichen Controller gehen und noch nicht um das Spiel. Und das Baby, ich halte es mal direkt hoch und lege die Packung hier weg, ist dieses. So soll es natürlich nicht bleiben, deswegen packen wir das aus. Ich habe es ja schon letztes Jahr auf der E3 gespielt. Ihr habt vielleicht das Video bei uns gesehen. Und ich kann nur nochmal bestätigen, meine Begeisterung damals, die war nicht gespielt und nicht gelogen. Ich fand das nämlich damals schon ziemlich geil und ich bin jetzt echt sehr froh und sehr happy, dass wir das endlich hier bei uns in der Redaktion haben. Ich habe nämlich extrem viel Bock, ein bisschen Farpoint zu zocken. Also, hier sehen wir es in ganzer Pracht. Ja, das sind ungefähr so die Größenverhältnisse. Ja, nicht zu groß, nicht zu klein, liegt auch wirklich gut in der Hand. Und ihr müsst jetzt einfach mal meinen Darstellung glauben. Ist jetzt auch nicht übermäßig schwer. Also wirklich, das hat schon Gewicht, das fühlt sich nicht fimschig an, nicht irgendwie billig zusammengedengelt, aber auch nicht so schwer, dass man, wie befürchtet, gleich, weiß ich, Muskelkater zu bekommen, wenn man ein paar Stunden spielt damit. Also vom Design her muss ich sagen, irgendwie echt sehr viel richtig gemacht. Macht schon echt einen ganz, ganz coolen, ganz schönen Eindruck. Ich zeige euch mal ein paar Details des Controllers. Ich gucke jetzt mal direkt in die Freikamera, die Trant gerade bedient. Hallo Trant! Hier vorne ist der Motion Tracker. Ihr braucht natürlich, um das Ding zu nutzen, um Farpoint zu zocken, braucht ihr die PlayStation VR-Brille, ganz klar. Und ihr braucht natürlich auch die Kamera. Das steht auch nochmal auf den Karton drauf und ich sage es nochmal wirklich zur Sicherheit. Das ist ganz klar, habt ihr optimalerweise auch schon zu Hause. Wenn nicht, dann besorgt euch die Dinger, weil sonst funktioniert das natürlich nicht so wie gedacht. Habt ihr all dieses, was ich gerade beschrieben habe, dann wird über diesen kugelförmigen Motion Tracker, der dann auch in schönsten Farben aufleuchtet, wenn ihr das Ding angeschlossen habt. Damit werden natürlich eure Bewegungen erkannt. Das heißt, wenn ihr, ich gucke mal in die Kamera, wenn ihr dann quasi hier so zielt in Farpoint, dann funktioniert das auch einwandfrei. Und wo wir schon mal auf der Vorderseite sind, seht ihr hier zwei Knöpfe, L1, L2. Generell kann ich schon mal sagen, hat der Zielcontroller alle Funktionen, die auch der normale PS4 DualShock-Controller hat. Logischerweise sind die Knöpfe ein bisschen anders angeordnet. Ihr werdet gleich auch noch alle im Detail sehen. Aber keine Funktion fehlt. Es ist tatsächlich alles dabei, was man so kennt. Wir machen mal einen Klicktest. Ja, hat auch Widerstand. Also man merkt, dass man hier was reingedrückt hat. Fühlt sich griffig an. Klackt schön ein. Also auch hier kein Grund zur Beanstandung. Und von vorne switchen wir direkt auf die Rückseite. Da sieht man hier einen der Analog-Sticks und hier natürlich auch nochmal die vier PlayStation-Buttons. Auch die sind schön grifffest. Ich halte es mal ins Mikro. Ja, man hört es klickern und klackern. Da passiert eindeutig was und ich neige das Ding mal ein bisschen. Diese lustige Taste ist analog zum Touchpad.
Klar, kennt ihr natürlich von eurem ganz normalen Controller. Auch diese Funktion ist hier mit am Start. Wenn man hier drauf drückt, hat man die Touchpad-Funktion. Und hier der ganz normale PlayStation-Button. Auch den, glaube ich, brauche ich jetzt nicht erklären. Sollte jeder User einer PS4 kennen. Ach, guck mal, jetzt habe ich es gerade tatsächlich schon angemacht. Ich weiß nicht, ob man es hier in diesem... Man hat es wahrscheinlich nicht gesehen, weil das Licht doch irgendwie ordentlich von oben knallt. Aber er hat gerade kurz aufgeblinkt, hier der Tracker. Also auch das funktioniert so, wie es funktionieren sollte. Dann wenden wir uns jetzt mal hier der Seite zu. Und auch hier sieht man, was ich gerade beschrieben habe, natürlich den Abzug. Das ist das Allerwichtigste. Und auch der Klicktest, auch der berichtet von zufriedenstellenden Ergebnissen. Und hier oben sehen wir den R1-Knopf. Ich halte es vielleicht noch ein bisschen länger und ein bisschen gerader, damit Trant das auch richtig schön abgreifen kann. Also stellt euch vor, der Abzug fungiert als R2-Knopf. Und ohne R1-Knopf geht es natürlich nicht. Deswegen ist hier drüber nochmal der R1-Knopf. Und jetzt kommt der absolute Knaller. Weil ich weiß schon, ich kann mir schon denken, was für eine Frage jetzt im Kommentarbereich kommt. Ja, wie, was mache ich denn als Linkshänder? Gar kein Problem. Wir drehen das Ding nämlich einfach um und sehen Folgendes. Das ist einfach gespiegelt. Das heißt, auch Linkshänder haben genau dieselben Funktionen und können damit genauso problemlos spielen wie ich zum Beispiel als Rechtshänder. Denn auf der anderen Seite ist ebenso der R1-Knopf. Also auch hier dürfte es keine Probleme geben. Zum guten Schluss, das wird es wahrscheinlich ein bisschen herausfordernder, das zu filmen. Alles ist dabei, was ihr zur Steuerung braucht. Hier haben wir natürlich die vier Richtungstasten, das D-Pad. Wenig überraschend, hier ist der zweite Analogstick, also alles dabei. Und ich habe es ja gesagt, tatsächlich sind alle Funktionen des normalen PS4-Controllers implementiert. Das heißt, wir haben sogar Option und auf der anderen Seite den Share-Button. Also es fehlt euch wirklich absolut nichts. Ihr fragt euch, wie lade ich das Ding denn auf? Auch das ist ganz einfach und wenig überraschend. Hier per USB. Da ist die Buchse eingelassen. Das heißt, einfach Kabel dran, habt ihr zu Hause und dann gibt es da auch gar keine Probleme mit. Und ich kann es wirklich nochmal sagen, also es ist wirklich, es fühlt sich an so, ja, ganz klar natürlich, man sieht es vom Design her, hier sollte keine real existierende Wumme nachgestellt werden. Hier geht es wirklich mehr um die Griffigkeit, um die Haptik und ich kann wirklich nur bestätigen, nach meiner ersten Anspielsession von Farpoint, also wenn man sich daran gewöhnt, die ganze Zeit tatsächlich irgendwie so vorm Fernseher zu stehen oder gegebenenfalls auch zu sitzen, wie man es lieber mag, kommt schon ganz gut rüber, sage ich mal. Also das ist schon echt ein ganz neues, frisches Shooter-Erlebnis und ich zeige es auch gerne nochmal, das ist das Spiel, was dazu passt und dazu gehört, Farpoint. Da habt ihr auch einiges an Infos schon darüber bei uns bekommen, letztes Jahr von der E3. Maurice hat es auch schon angespielt und euch ein paar Fakten dazu mitgebracht zum Koop-Modus. Also erwartet da auf jeden Fall noch ein bisschen was, das werden wir uns noch näher anschauen. Und ja, ich möchte eigentlich gar nicht viel mehr Zeit verlieren. Ich werde das Ding jetzt tatsächlich wirklich mal anschließen und Farpoint reinschmeißen und ein wenig reinzocken. Euch bleibt wie immer der Kommentarbereich. Postet alles rein, was ihr so für Fragen, Wünsche, Anregungen habt. Wir lesen wie immer fleißig mit. Wir werden bestimmt auch das eine oder andere beantworten. Am 17. Mai kommt es raus. Auch das nochmal ist ja nicht ganz unwichtig für euch. Und damit, glaube ich, wäre dann auch soweit alles gesagt. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal.